Herzlich willkommen auf Franks Kanal. Frank ist wieder da und heute habe ich euch wieder mal was mitgebracht aus meiner Rubrik Frank Goes Electric. Ihr wisst ja, es gibt Motorradvideos und Videos bezüglich Elektroautos auf meinem Kanal. Und ja, die Motorradfreunde mögen es mir verzeihen. Es ist Winter, wir machen mit den Motorrädern im Frühjahr weiter. Und jetzt, erster Tag im neuen Jahr, ist es gut an der Zeit, euch mal wieder was über ein Elektroauto zu erzählen, was ja in unserer Familie angekommen ist. Wie immer erzähle ich euch ein bisschen was über Eignung als Familienauto, also nicht auf Bit- und Byte-Ebene, das können andere besser, sondern wie macht sich das Auto bei uns in der Familie, bei mehreren Familienmitgliedern von 1 bis knapp 80 Jahre. Und jeder hat da verschiedene Meinungen und das versuche ich immer so ein bisschen zu kombinieren und euch rüberzubringen. So, was habe ich euch heute mitgebracht? Ihr seht es schon im Hintergrund. Tesla Model Y oder Model Y auf Englisch. Lang hat es gedauert, auch wieder 8 Monate ja, von der Bestellung bis zur Auslieferung. Die Auslieferung als solches erstmal eine Katastrophe, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also die Kundenführung bei Tesla ist deutlich, sage ich mal, überarbeitbar. Sehr anonym, sehr schnell. Viel muss man selber machen. Also ich musste sogar die Nummernschilder selber anbauen und ja, so auf die Frage, was passierte, welchen Kratzer finde, ja, dann stellt es in die App ein und fand ich jetzt sehr anonym, aber gut, muss man wahrscheinlich wissen. Gut, also wenn ihr das Auto dann endlich mal habt, dann sage ich mal, ist es Zeit, wie heute, sich Gedanken zu machen über die Tops und Flops dieses Autos, nenne ich mal. Ich habe das Fahrzeug jetzt 1200 Kilometer, bin das Fahrzeug 1200 Kilometer gefahren. Und der erste Eindruck ist bei mir immer der entscheidende. Und darum möchte ich euch mal heute die 7 Tops und Flops, ich habe mir wieder einen Zettel gemacht, damit ich nichts vergesse, an diesem Auto, was so, sage ich mal, als Familienauto mehr aufgefallen ist, was mehr negativ ist oder was mehr positiv ist. Gut, ja, vielleicht zum Fahrzeug selber nochmal. Es ist das Modell Long Range mit dem 77 Kilowattstunden Akku. Leistung komme ich gleich noch zu. Standardfelgen 19 Zoll. Ich bin so ein Freund von den Standardfelgen. Da ist mehr Gummi an der Felge. Letztendlich versaut man sich nicht so schnell die Felgen. Die 20 Zoll Felgen kosten dann auch gleich mal 2000 Euro Aufpreis. Also letztendlich ist es ein Standardfahrzeug. Was hier aufpreispflichtig war, ist die Farbe, die irgendwann mal 2200 Euro gekostet hat. Dann mittlerweile runtergegangen ist auf 1600, finde ich immer noch zu viel. Aber wenn man halt eine Farbe haben möchte, es gibt ein neues Rot jetzt, was ausschließlich in der Fabrik in Grünheide gebaut wird. Da wollen sie, glaube ich, 3000 Euro für haben. Und als zweites extra hat das Fahrzeug eine Anhängerkupplung. Gibt es auch einen kleinen Flop, sage ich euch auch gleich nochmal. Also, ansonsten, das Fahrzeug kommt aus China. Der geneigte Interessent wird es wissen. Wir haben die meisten Modelle, kommen aus der Fabrik in Shanghai und natürlich auch aus der Fabrik in, oder weniger von der Stückzahl her, noch aus der Fabrik in Grünheide. Von der Qualität kann ich sagen, dass die chinesischen Modelle besser verarbeitet sind von den Spaltmaßen. Ich kann das gut beurteilen, weil wir haben noch einen zweiten in der Familie. Der kommt aus Grünheide, aus dem Werk. Da guckt dann die Tür mal 2-3 mm raus oder der Scheinwerfer und die Passungen vom Plastik zwischen Stoßfänger und Kotflügel passen nicht wirklich so gut. Der Wagen ist wirklich sehr gut verarbeitet, kann man nicht anders sagen. So, kommen wir mal zu den Tops und Flops. Ich fange mal mit den Flops an. Verkehrszeichenerkennung. Auf der Autobahn. Katastrophe. Funktioniert gar nicht. Also ich sag mal, jeder Dacia, Fiat kann das mittlerweile. Bei Tesla funktionieren die Dinger nur, wenn es in der Karte hinterlegt ist. Also programmiert 120 seit 5 Jahren, dann macht er das auch. Wenn er da letzte Woche eine Baustelle ist mit Tempo 80, sieht er nicht. Warum nicht? Ich habe ein bisschen recherchiert. Das ist eine ganz, naja, ob das witzig ist, also ist eigentlich ein Armutszeugnis. Es gibt auf dem Markt eine Firma, die heißt Mobileye, die kommt aus Israel, die hat die Software für diese Thematik erstellt und die verkauft Lizenzgebühren. Und nach meiner Recherche nutzen die großen Autohersteller diese Software von Mobileye und zahlen Lizenz. Aber Herr Elon Musk möchte das anscheinend nicht bezahlen. Also die Verkehrszeichenerkennung funktioniert auf der Autobahn, würde ich sagen, nur da,
wo es fest einprogrammiert war, variabel überhaupt nicht. Also das ist echt grenzwertig, muss man ehrlich sagen. Jetzt frage ich mich, ich meine, die Dinger gibt es ja auch mit einer Software, dass das automatisch fährt, das Auto. Gut, die kosten je nach Ausprägung zwischen 3.500 und 7.500 Euro Aufpreis. Ich überlege gerade, wie ich mein Leben einem Auto anvertrauen kann, wo die Verkehrszeichenerkennung nicht mal funktioniert. Wie soll dann der Rest funktionieren? Aber ich vermute, in den höheren Softwareversionen zahlt er dann hoffentlich die Lizenzgebühr. Also ich hoffe das, weil, wie gesagt, sonst hängt das Leben am seidenen Faden. Also das war Flop Nummer 1. Flop Nummer 2 zeige ich euch am Auto, sind eigentlich die Griffe, weil die sind versenkt. Ich bin jetzt Linkshänder, drücke hier das etwas größere rein, dann kommt es raus und dann kann ich das Auto aufmachen. Muss man sich dran gewöhnen. Ich gehe davon aus, dass es ja irgendwann, also wenn man jetzt mit Ringen oder einen Schlüssel in der Hand, gut, den braucht man ja eigentlich nicht mehr, dass es dann Kratzer geben könnte. Ja? Also hier hinten genau das Gleiche. Rechtshänder dann letztendlich umgedreht. Muss man sich dran gewöhnen. Aber gut, okay. Also wie gesagt, auch wenn man Kinder hat, aber vielleicht können die das besser als die Erwachsenen. Flop Nummer 3 ist, ich hatte erwähnt, das Fahrzeug hat eine Anhängerkupplung. Wir tauchen mal ein bisschen ab. Hier ist eine Plastikklappe. Also ich wäre es jetzt so gewohnt, dass man die Anhängerkupplung runtersteckt oder einen Knopf im Auto drückt. Ich kenne es von VW, dass dann praktisch die Anhängerkupplung rauskommt. Nein, hier ist eine Plastikklappe. Ich habe mir einen Plastikspatel besorgt, weil man kriegt die Klappe so mit Fingern überhaupt nicht auf. Und mit dem Schraubenzieher würde man wahrscheinlich das Plastik versauen. Ich habe mir einen Plastikspatel ins Handschuhfach gelegt. Und man muss mit sehr viel Kraftaufwand diese Klappe abmachen. Und ich sag mal, wenn man seine Anhängerkupplung jede Woche braucht, dann, also ich brauche sie nicht, brauche sie zweimal im Jahr vielleicht oder dreimal, dann ist wahrscheinlich die Plastikklappe irgendwann so ausgelutscht, dass das gar nicht mehr hält. Also das finde ich, naja, gut. Also wie gesagt, ich habe das alles in der Rubrik Flop aufgelistet. Ist jetzt nicht unbedingt ein Hardcore-Flop, aber auf alle Fälle überarbeitungsfähig. Kommen wir zur nächsten Thematik. Das Fahrzeug hat ja unter der Fronthaube noch einen Kofferraum, den sogenannten Frunk, zusammengesetzt aus den englischen Begriffen Trunk für Kofferraum und F, also Front Trunk, abgekürzt Frunk, also nicht Frank, sondern Frunk sozusagen. Ich nutze den gar nicht, weil ich eigentlich Angst habe, dass ich meine Motorhaube, wenn ich hier drauf drücke und mache die Motorhaube anschließend zu, schaut euch das an, das Blech ist so dermaßen dünn, das habe ich schon vom Opel Mokka. Also ich habe Angst, also wenn ich die Motorhaube zudrücke, ihr seht es, habe ich Angst, dass der Lack reißt. Also das ist ja Wahnsinn. Finde ich persönlich grenzwertig. Bei Mokka hatte ich das stark bemängelt in dem Video. Da wurde mir gesagt, ja, Fußgängerschutz und so weiter. Das mag ja sein, aber kann man nicht an der Stelle, wo man da drauf drückt, vielleicht eine Verstärkung drunter machen? Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, dann der Mega-Flop natürlich seit... Also wir haben jetzt Januar 23, seit Oktober 22 werden also die Ultraschallsensoren, Parkpiepser nenne ich es einfach mal, nicht mehr verbaut, weil Herr Musk festgestellt hat, dass man $100 pro Auto sparen kann, wenn man die Parkpiepser weglässt. Macht für alle Autos, glaube ich, hochgerechnet spart jetzt 100 Millionen im Jahr. Ja, es gibt bei diesem großen Auto in der 60.000 Euro Klasse jetzt keine Parkpiepser mehr. Es gibt nur noch die Kamera hinten und alle warten jetzt auf einen Softwarestand, der wurde angekündigt, also eine neue Software, wo das Ganze durch die Kameras, die im Auto verbaut sind, mit abgedeckt werden soll. Die Frage ist natürlich, die Kamera sitzt da oben, da, ja, und wenn ich hier unten irgendwie einen Bordstein oder irgendwas vorliegen habe, wie will die Kamera das erkennen? Also die Fangemeinde in Häkchen, auch in den Foren, ist sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Und auch die Heckkamera soll das dann, die irgendwo hier unten sitzt, da unterm Nummernschild, soll das dann softwaremäßig mit übernehmen. Ich habe sogar schon Gerüchte gelesen, dass ab Quartal 2, 23 die Piepser wieder eingebaut werden sollen. Also das ist ein bisschen merkwürdig alles, ja. Und dann Flop 6 und 7 ist jetzt auch wiederum nicht so ein Flop, ist eigentlich nur, muss man wissen. Also wenn man ein Head-Up-Display möchte, weil man es aus einem anderen Auto gewohnt ist, gibt es bei Tesla nicht. Zumindest, also ich glaube im Modell S oder X, ne, gibt es die Dinger, aber im Model Y gibt es das nicht. Und es gibt auch keine Matrix-LED-Scheinwerfer. Also die etwas besseren LED-Scheinwerfer, die einzelne LEDs abblenden, wenn der Gegenverkehr kommt. Das muss man wissen. Also wenn man das möchte, die gibt es einfach nicht mehr.
oder die gibt es nicht mehr, ist gut, die gibt es gar nicht, weil sie nie entwickelt wurden. Ne? Also, wir werden nochmal zusammenfassen. Die Flops für mich, Verkehrszeichenerkennung funktioniert nicht. Die versenkten Griffe sind gewöhnungsbedürftig. Die Abdeckung der Anhängekupplung gewöhnungsbedürftig. Das Blech auf der Haube, wenn man den Frunk bedienen will, hat man Angst, dass der Lack platzt. Keine Parkpiepser, kein Head-Up, keine Matrix. So, das war jetzt der Flop. Jetzt kommen wir aber zur Top-Seite. Und natürlich, interessanterweise habe ich das Flop 7 geschrieben und Top 7, also letztendlich überwiegen für mich die Flops und die Tops, sind natürlich anders gewichtet und darum nochmal mein Fazit ist natürlich dann zum Schluss, sage ich mal, ein einstimmiges, aber das kommt dann zum Schluss. Also, kommen wir zur Top 1. Das ist die Profilerkennung, also die Fahrerprofilerkennung. Ihr habt ja keinen Schlüssel mehr, ihr habt ja das Handy. Euer Handy ist ja letztendlich der Einstieg in die Tesla-Welt in Häkchen. Es gibt auch noch Schlüsselkarten, wenn man sein Handy nicht dabei hat, nicht funktioniert. Also eine Checkkarte, die kann man hier drauflegen. Da ist ein Sensor hinter, dann kommt man auch rein ins Auto. Aber letztendlich ist es das Handy. Und wenn man jetzt verschiedene Profile in der Familie, Frau, Tochter, Sohn und so weiter anlegt, erkennt das Fahrzeug, wer einsteigt und stellt letztendlich dann die Einstellungen des entsprechenden Profils her. Sprich Sitz, Spiegel, Lenkrad, auch die Einstellungen im Display. Und das ist eine coole Sache, muss man ehrlich sagen. Sonst fummelt jeder ständig am Sitz rum, an den Spiegeln, auch an den Einstellungen. Der eine will Wächtermodus an, der andere will Wächtermodus aus. Also finde ich ganz cool, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und eigentlich steht hier auf meinem Zettel an zweiter Stelle, aber eigentlich müsste es oben stehen, die Leistung. Also die Leistung versus Verbrauch ist der Hammer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier 462 PS, wenn ich das richtig gelesen habe. Also die, ich habe auch mal unterschiedliche PS-Zahlen gelesen, es wird nicht so ausgewiesen oft. 462 PS, also für mich gefühlt, ich bin nie so ein starkes Auto gefahren vorher, kommt das Performance-Modell natürlich noch, ich glaube mit 512 oder 514, das ist ja nur der Long Range, Und ich glaube, darüber kommt die Ariane 5-Träger-Rakete. Also das ist der Burner, also das ist der Hammer. Und ich bin jetzt 1200 Kilometer gefahren. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 20,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist super sparsam. Also da bei diesen 1200 Kilometern war, glaube ich, 700 Kilometer Autobahn bei. Nicht gerade langsam. Also mir treibt es das Grinsen ins Gesicht an jedem Ortsausgang, in dem ich da mal drauf trete. Also es ist wirklich sehr effizient, das Fahrzeug. By the way, das mieseste Fahrzeug von der Effizienz, was ich bisher hatte, ist der Opel Mokka. Der lag immer so bei 25 und wir fahren in der Familie immer so ein Autobahnprofil von ungefähr 60%, weil wir nah an der Autobahn wohnen und meine Frau muss dann in die nächste Stadt zur Arbeit. Und der Mokka, den sind wir mit deutlich weniger Autobahnen gefahren. Der hatte immer so 23, 24, 25. Ich habe ein Mokka-Video. Also für mich war es gefühlt das schlechteste E-Auto, was ich bis jetzt in der Familie hatte. Ich glaube, das ist E-Auto Nummer 8. Wir hatten den Seat Mii, den VW Up, dann drei Kias, also den Soul, den Niro, den Sportage als Hybrid. Wir haben den Opel Mokka gehabt, wir haben den gehabt. Also schaut euch die anderen Videos an, wenn ihr meinen Vergleich sehen wollt, wie ich der Meinung bin, dass sich das in der Familie schlägt. Also Sitze. Dann kommen wir zu den Sitzen. Wahnsinnig bequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen anschließend nochmal rein. Das Soundsystem ist super, muss man ehrlich sagen. Platz vorne, hinten, auch für Ablagen, klasse. Kofferraum, dann das Fach unter dem Kofferraum. Ich zeige euch das nochmal. Und ganz zum Schluss. Also für mich war die Kia-App bis jetzt immer das Top-Ding. Jetzt ist es die Tesla-App. Man kann das Fahrzeug während der Fahrt tracken. Das ist das einzige Fahrzeug, wo ich auch während der Fahrt sehen kann, was ich bisher hatte. Dann bewegt sich der Pfeil in Echtzeit, wo das Fahrzeug gerade ist. Andere zeigen immer nur den Stand an, den vorherigen, also wo das Auto stand. Wenn ich jetzt einsteige und schon 20 Kilometer weiter bin, zeigt es mir den vorherigen Stand an. Und natürlich, also die App ist wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also Platz 1 jetzt vor der Kia-App bei mir. Und wir haben das Thema Ladegeschwindigkeit. Also wenn ich war jetzt an der ENBW 300 kW Säule, wenn ich die in meiner Ladestoppplanung, was das Fahrzeug ja macht, als eine der wenigen, also andere Hersteller ziehen mittlerweile nach. Ich war jetzt im Ruhrgebiet, war dann im Prinzip, hatte Ladestoppplanung, ENBW kam da kreuz.
Dann fängt er an, auch den Akku vorzukonditionieren, das heißt also zu beheizen, damit er letztendlich entsprechend schnell geladen werden kann. Und dann haben wir mit 190 Kilowattstunden oder 190 Kilowatt pro Stunde geladen. Das ist also, es fällt dann irgendwann ganz zum Schluss zusammen, so wenn er auf 73 habe ich gesehen, aber wenn man sich vorstellt, dass das schon fast die höchste Geschwindigkeit ist, 73, was der Kia oder die Hyundai-Kia-Thematik lädt und das hier das Schlechteste ist, also halbe Stunde 300 Kilometer, überhaupt kein Thema. Also ich fasse zusammen, die Top 7, Profilerkennung, die Leistung, ich habe mir nochmal zugeschrieben wie beim Mini, also was der Mini im Kleinwagenbereich ist, ist von der Leistung her gefühlt für mich, also Spaßfaktor ist hier der Tesla im größeren Bereich. Dann haben wir die Sitze, das Soundsystem, Platz vorn, hinten und App und Ladegeschwindigkeit. Zum Schluss noch einmal in das Fahrzeug rein, viele von euch werden es kennen. Ich zeige es euch nochmal hier ganz kurz. Also wirklich, die Sitze sind sehr bequem. Es ist sehr viel Platz. Auch das Display, die Größe, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat und durch die einzelnen Menüs durchgegangen ist, weil das erzählt einem ja bei der Abholung keiner, das ist also, dann ist es wirklich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben sehr viel Platz hier hinten. USB-Anschlüsse nochmal, Sitzheizung hinten. Wir haben einen sehr großen Kofferraum. Hutablage habe ich jetzt rausgenommen. Hier noch eine alte Gummimatte von meinem CX-5 habe ich mal zurechtgeschnitten. Also wirklich, wir haben ziemlich großen Kofferraum, wo man drunter stehen kann. Kann ich das in einer Hand überhaupt? Und wir haben hier noch mal ein großes Fach Ladekabel, Anhängekupplung und Home Charger. Den Frank mache ich jetzt mal nicht auf. Wie gesagt. Ihr wisst, ach komm, dann zeige ich ihn euch hier ganz kurz. Da müsste ich aber ins Display gehen. Das ist bei dem Auto halt, es ist alles übers, wo mache ich jetzt den Frunk auf? Habe ich jetzt noch gar nicht gefunden, das Ding, ne? Irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo müsste ich ihn finden. Pedale und Lenkung, Verriegelung. Nee, Fahrzeug. Na, irgendwo muss er doch hier sein. Handschuhfach. Ja, das ist jetzt mal live. Habe ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht gefunden, wo ich den aufmache. Also bei Tesla, weil ich ihn noch nicht auf hatte, ganz ehrlich gesagt, muss man sich wirklich alles über die Menüs oder per Sprachsteuerung, die letztendlich ganz gut funktioniert, dann öffnen. Aber wie gesagt, das findet vielleicht nochmal selber raus. Fahrzeug zum Schluss oder Fazit zum Schluss. Es ist ein cooles Familienauto, muss man ganz ehrlich sagen. Steht für mich aktuell an Nummer 1. Wenn man, sage ich mal, die Preislage und so natürlich alles berücksichtigt, die nicht ganz preiswert ist. Aber mit den genannten Flops und Tops, wenn ihr damit leben könnt, ist das wirklich ein cooles Familienauto. Und ja, das, wie gesagt, für mich zurzeit die Referenz. Neben dem Kia e-Soul, der auch immer noch ein schönes Familienauto ist. Ausblick vielleicht noch kurz. Ich warte noch auf einen Skoda Enyaq und einen Audi Q4. Der wird dann auch irgendwann hier auf dem Feldweg stehen. Ein Mazda MX-30 läuft bei uns noch in der Familie. Das kommt auch noch. Bis dahin, ich habe euch jetzt 17 Minuten.